ausgegebenem Anlass gibt es heute von mir ein Video über den Konflikt zwischen den USA und Nordkorea. Ja, seit über 60 Jahren wird Nordkorea von den Vereinten Nationen, im Speziellen natürlich von der USA, militärisch bedroht, isoliert und man kann schon fast sagen sanktioniert. Angefangen hat alles damals im Koreakrieg. Die USA hat zu der Zeit interveniert und wollte natürlich die Südkoreaner beschützen, wie bekannt sein sollte. Ironisch, wenn auch ziemlich traurig dabei ist natürlich, dass die Zahl der Toten auf Seiten Südkoreas deutlich höher lagen am Ende. Damals wie heute ist Nordkorea ein diktatorisch geführtes Regime, in dem man sich als freier Bürger, naja, doch etwas mehr von dieser Freiheit wünschen würde. Aber bemerkenswert, wie es das Land mit 63 Jahren mit einem immer schärfer werdenden Handelsembargo ausgehalten hat. Jetzt darf man sich also nicht wundern, wenn Nordkorea sich ordentlich rüstet. Ganz nebenbei, 1995 hat der damalige Generalstabschef gesagt, ich zitiere, falls wir irgendwann den Verdacht haben sollten, dass sie, gemeint ist Nordkorea, Atomwaffen benutzen werden oder sie tatsächlich einsetzen, dann machen wir aus ihnen Holzkohle-Briketts. Ja, witziger Typ anscheinend. Da merkt man halt, dass die oberen Etagen der Regierung ein bestimmtes Schema haben, nachdem sie da agieren. Also überraschen dürfte einem das ja ehrlich gesagt nicht von Seiten der Amerikaner. Gerade letzten Donnerstag wurden die Finanztransaktionen sozusagen wieder eingeschränkt. Bedeutet im Endeffekt, dass der internationale Zahlungsverkehr noch erschwert wurde. Es läuft also genau, wie es mit Kuba und dem Iran, die beide auch von der UN, insbesondere ebenfalls von der USA unterdrückt werden, vom Handel weitestgehend ausgeschlossen und militärisch bedroht und so weiter. Naja, man könnte jetzt so weit gehen und der USA vorwerfen, dass sie die UN einfach nur zur Durchsetzung ihrer Interessen missbraucht. Die USA fallen ohne Kriegserklärung in Länder ein, führen Drohneneinsätze durch ohne irgendeine legale Grundlage dafür zu haben und unterdrücken Staaten, ohne dass es irgendjemand in dieser UN schert. Auf der anderen Seite wird dann aber zum Beispiel Israel nicht gestoppt, wenn sie mal wieder auf Landesraub in Palästina gehen. Wenn wir uns noch einen Schritt weiter denken und gehen würden, dann sind wir beim Dritten Weltkrieg angelangt. Denn wer nicht realisiert, was hier gerade vor sich geht, läuft praktisch blind durchs Leben. Durch vorhin erwähnte Sanktionenverschärfungen wird Nordkorea in einer sowieso schon angespannten Situation weiter provoziert. Versteht mich nicht falsch, ich stehe nicht hinter Nordkorea und die Verschärfung der Sanktionen war im Grunde ja auch die Folge des Atomwaffentests. Aber gleichzeitig befürwortete die UN dann die Unterdrückung mehrerer Staaten durch die USA. Hier wird doch irgendwie mit zweierlei Maß gemessen. Länder wie die USA oder die, nennen wir es jetzt mal, führenden Staaten der UN fuchteln mit Atomwaffen um sich und gehen deutlich provokativer vor. Wenn Nordkorea mal einen Test macht, dann wird hier gleich draufgehauen. Welches andere Ziel als der Dritte Weltkrieg soll hier irgendwie bitte verfolgt werden? Wir haben hier eine UN, die Vereinten Nationen, 193 Staaten, wenn ich mich nicht irre, die von einem Land missbraucht werden, den USA, die wir nur zu gut als Streithähne kennen. Es werden Staaten unterdrückt, bedroht sowie vom Handel ausgeschlossen. Und als wäre das nicht genug, fuchtelt man noch mit Atomwaffen rum. Auf der anderen Seite steht dann ein renitenter Staatschef von einem kleinen Land, so schlecht die innenpolitische Situation auch sein mag, auf den ständig eingedroschen wird. Irgendwann wird der sich wehren. Und dann passiert genau das, was von der USA praktisch gewollt wird. Natürlich könnten die USA jetzt einfach mal angreifen, aber so wahren sie nicht ihr Gesicht. Und das sollten sie ja schließlich immer, das haben sie ja schon immer gemacht, egal ob 9/11 oder Pearl Harbor, es waren immer die anderen, nur nicht sie selbst. Man provoziert, bis der Gegner einen Fehler macht und dann kann man schön mit der Zustimmung der Bürger im Rücken auf die Kacke hauen. Ja, wäre nicht das erste Mal, dass es passiert. Es ist ja dann auch nicht so, als läge da nur ein Eisen im Feuer. Zum Beispiel wäre da noch der Raketenschirm von Europa zum Schutz vor dem Iran, der selbst Mitglied der UN ist. Damit wird dann wiederum Russland provoziert, mit der größte Unsympath aus Sicht der Amis. Ach, das ist doch ein Riesendurcheinander. Ich will hier kein Schwarzmaler sein. Wir werden sehen, wie das weitergeht, aber jeder sollte sich darüber bewusst sein, dass so eine Taktik nicht zum ersten Mal eingesetzt wird und sich ins Bewusstsein rufen, was der Arroganz und Ignoranz der US-Politik schon alles entsprungen ist. Nochmal, ich stehe in keiner Weise hinter Nordkorea, aber das Land wird ganz klar provoziert und es wird mit zweierlei Maß gemessen, was Handlung und Wirkung angeht.
Lasst mich eure Meinung hören. Steuern wir hier irgendwie auf den dritten Weltkrieg zu? Wird allein Nordkorea die Folgen zu spüren bekommen oder beruhigt sich die Lage wieder? Meine Meinung dürfte offensichtlich sein. Ich bin gespannt auf eure. Macht's gut. Tschüss.